Lass mich unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. Was darf sein? Halte sie scharf, dann hält sie dich am Leben. Moment, ich glaube, da war noch irgendwas. Brock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich Scheiße, egal wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Du warst fleißig. Die sind scheiße. Aber weil du es bist, kaufe ich sie. Und der Junge? Suchst du was Bestimmtes? Mimir, ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir noch mal, was passiert, wenn jemand stirbt? Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Gut, wir können Prophezeiungen nicht trauen. Aber sollten wir wirklich ignorieren, was wir gesehen haben? Wir ignorieren es nicht. Wir reden zu Hause darüber. Jetzt möchte ich nach dem verletzten Tier suchen, das du gehört hast. Du? Wirklich? Ja. Also gut. Gut. Ja, geh voran. Oh, ich muss Tib nach seinen Reisen in die Länder jenseits der Meere fragen. Du willst die Welt bereisen? Ich weiß nicht. Vielleicht neue Orte sehen. Mehr herausfinden. Über mich selbst.
Hey, Mimir. Wer hätte je gedacht, dass von mir und hier ich der Riese bin, hä? Ha, da hast du recht. Seid gegrüßt, Reisende. Atreus hat in der Wüste ein verletztes Tier gehört. In einem Sturm wie diesem? Sehr beeindruckend. Du kennst Alfheim ziemlich gut, ja? Weißt du, was da draußen ist? Nein, tut mir leid. Die Alben und ich. Lange Geschichte, aber wir halten uns lieber voneinander fern. Stocksubstanz ist klebriger, als mir lieb ist. Viel Glück bei eurer Suche. Stopft euch Stoff in die Ohren, das hält den Sand ab. Das ist mein Ernst, probiert es aus. Ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Cindy. Ich den Sand hassen. Oh, es ist das Letzte. Aber der Brock aus Alfheim verbannt ist, fällt es mir zu, euch alle in Bestform zu halten. Warum ist Brock aus Alfheim verbannt? Oh, das, ich weiß nicht, ob... weißt du, was ein saftiger Nickel ist? Nein. Tja, dank Brock wissen die Alben das jetzt. Was ist ein saftiger... Nein.
Was sind das für Tiere? Gulon. In Vanaheim heimisch. Keine Ahnung, was die hier machen. Sie wurden als Schlittenhunde trainiert. Gut für uns. Gezähmte Gulon? Sehr ungewöhnlich. Irgendeine Idee, wo dieses Tier ungefähr sein könnte? Oder genießen wir einfach das Wetter? Ich höre hier draußen gar nichts. Wie wär's mit einer Höhle, um uns zu orientieren? Eine verlockende Schatztruhe! Verdammter Sand! Da, ein Höhleneingang. Diese Höhle erstreckt sich unter der Wüste. Ist die Kreatur da drin? Ja, hört sich so an. Wir finden sie, wenn wir weitergehen. Was ist das hier? Das ist offenbar eine Zuflucht für die Dunkelalp. Ohne Zugang zum Tempel ist das eine der wenigen Verbleibenden. Toll. Oh!
Weißt du, jetzt wo ich mehr über die Dunkelalben weiß, möchte ich sie nicht bekämpfen. Sie greifen uns an. Naja, das ist ihre Heimat. Und wenn man an unseren letzten Besuch in Alfheim denkt, kann man es ihnen verübeln? Geduld? Eine Tugend? Oder eine Drohung? Kommt auf den Leser an. Go!